Sehr geehrter Staatssekretär Ferlemann, sehr geehrter Herr Botschafter Kreft, Exzellenzen, verehrte Abgeordnete, liebe Präsidentin, liebe Präsidenten, liebe Damen und Herren, meine lieben Freunde. Es bedeutet für mich eine große Ehre und auch eine große Freude, den heutigen Festvortrag halten zu dürfen und damit einen Ausschnitt der Arbeiten der Madrider Abteilung präsentieren zu dürfen. Die Themen betreffen transmediterranen Handel, transmediterrane Kulturkontakte, aber auch Migrationen, demografische Veränderungen und damit Fragen, die wir unter den modernen Begriffen wie Kommunikation und Vernetzung, Connecting Cultures und Toleranz rubrizieren würden. Die Phönizierarchäologie bietet für die Behandlung dieser Probleme gute Voraussetzungen, denn phönizische Niederlassungen säumen weite Küstenabschnitte des Mittelmeers, vom Mutterland im Libanon aus, über Zypern, Kreta, Malta, Sizilien, Sardinien, Libyen, Algerien, Tunesien, Marokko bis hin nach Spanien und Portugal. Der Dialog zwischen den Altertumswissenschaftlern dieser sehr unterschiedlichen Länder ist unbedingt wichtig, um die überregionalen Zusammenhänge und die lokalen Besonderheiten begreifen zu können. Da das Deutsche Archäologische Institut mit all seinen Abteilungen, Außenstellen, Forschungsstellen und Projekten in vielen Ländern vertreten ist, in denen sich Spuren der phönizischen Expansion finden, bietet es ein Forum und auch eine Chance für diesen multinationalen und multikulturellen Dialog zwischen Ost und West, Süd und Nord. Die Iberische Halbinsel ist schon seit Frühzeiten in interkontinentale Verbindungen einbezogen. Für die orientalischen Kontakte liefern die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten und an der Madrider Abteilung angesiedelten interdisziplinären Elfenbeinstudien von Arun Banerjee hier im Saal und Thomas Schumacher klare Belege aus der zweiten Hälfte des dritten Jahrtausends vor Christus. Dass sich das Elfenbein des afrikanischen Elefanten von dem des asiatischen Elefanten unterscheiden lässt, können zwar noch nicht die Verbindungswege, aber sehr wohl die Herkunft der Elfenbeinimporte der Iberischen Halbinsel bestimmt werden. Dabei zeigt sich nicht nur, dass das wertvolle Material sowohl aus Afrika als auch aus dem entfernten Orient in den Süden der Iberischen Halbinsel kam und dort in den Besitz der Elite, sondern es zeigt sich auch, dass seine Verbreitung über eigene Wege erfolgte. Die Funde des afrikanischen Elfenbeins konzentrieren sich nämlich im Westen, im Südwesten der Iberischen Halbinsel, die orientalischen im Südosten. Damit scheinen schon Verbindungen sich abzuzeichnen, die 1500 Jahre später über die Epochen hinweg weiter genutzt wurden, und zwar von den Phöniziern, wie wir gleich sehen werden. Elfenbein gehört tatsächlich zu den aufsehenerregenden Funden des 9. Jahrhunderts vor Christus, die vor wenigen Jahren in Huelva im Südwesten der Iberischen Halbinsel entdeckt wurden und das älteste Emporion im Westen der antiken Welt zu erkennen geben. Die Funde stammen nicht von einer regulären Ausgrabung, sondern wir verdanken sie der Aufmerksamkeit unserer spanischen Kollegen Fernando González de Canales, der im richtigen Moment an der richtigen Stelle war und aus einer Schaufel eines Backers, der im Zentrum von Huelva tätig war, über 1000 Objekte retten konnte Dabei gab es mittelgeometrisches Küfeu und Schalen, Ascoi aus dem nuragischen Sardinien, Tassen aus dem Villanova-zeitlichen Italien. Sie belegen unterschiedliche Provenienzen mediterraner Importe, doch nimmt den Hauptanteil mit über 80% phönizische Keramik ein, vor allem Tafelgeschirr aus Tyros. Werkstattabfälle bezeugen die lokale Verarbeitung von Materialien und die Anwendung von Techniken, die auf der Iberischen Halbinsel bis dahin vollkommen unbekannt waren, im phönizischen Mutterland hingegen eine lange Tradition besaßen. Nur als weitere Beispiele möchte ich erwähnen das Gießen von Glas oder die bereits vorhin erwähnte Kopulationstechnik bei der Silberherstellung. Bemerkenswert sind auch Reste von Schiffen hier im Bild. Es sind hochseetaugliche Schiffe mit Reparaturspuren,
die hervorragende technische und nautische Kenntnisse andeuten, wie sie für die weiten Fahrten von der Levante bis an diesen atlantischen Küsten notwendig waren. Aber nicht nur die Spuren Fremder, offensichtlich vor allem phönizischer, sondern auch einheimischer Präsenz bezeichnen die Bedeutung von Huelva als Platz des Austausches und des Handels. Zu den Indizien gehören nicht nur einheimische Keramik, die sogar den Hauptanteil der Gesamtfunde einnimmt und das indigene Milieu des Hafenplatzes widerspiegelt, sondern auch Reste von Rohstoffen wie Kupfer, Silber, Blei und Zinn, die vor Ort verarbeitet wurden und die nachweislich aus dem Hinterland von Huelva stammen. Die Bodenschätze des iberischen Pyritgürtels hier im Bild, die grünen Zonen bezeichnen die Kupfervorkommen, einer der metallreichsten Regionen der gesamten antiken Welt, wirkten wie ein Magnet auf die fremden Seefahrer und Händler, die unter der einheimischen Bevölkerung auf eine Aristokratie trafen, mit deren Vertretern sie auf Augenhöhe verkehrten. Die Erforschung des Platzes ist auch nach der beispielhaften Publikation von Fernando González de Canales noch weiter im Gang und auch das Deutsche Archäologische Institut darf sich daran beteiligen. Enrique Martin, Direktor vom Archäologischen Museum in Huelva, hat uns im Herbst des letzten Jahres eingeladen, die Untersuchung der Elfenbeine von Huelva vorzunehmen. Es handelt sich dabei um Werkstattabfälle. Unser Kooperationspartner Arun Banerjee, Leiter des Zentrums für Elfenbeinforschung an der Universität Mainz, hat die optischen, spektroskopischen, chemischen Untersuchungen sowohl die Isotopenanalysen bereits durchgeführt und heute kann ich Ihnen die allerneuesten Ergebnisse zeigen. Ein Drittel der untersuchten Proben stammen vom asiatischen Elefanten und zwei Drittel vom asiatischen Flusspferd. Das erste Resultat widerlegt die gängige Meinung, die asiatischen Elefanten seien in jener Zeit schon ausgestorben und die Phönizier hätten, um der Nachfrage des prestigevollen Materials nachzukommen, neue Märkte im Westen aufgesucht, wo stattdessen afrikanisches Elfenbein erhältlich war. Wir sehen nun aber ganz im Gegenteil, dass der wertvolle Rohstoff, der durchaus aus dem nahen Afrika importiert hätten werden können, denn dort gab es ja bis in römische Zeit Elefanten, aus dem vorderen Orient importiert wurde, aus der Heimat der phönizischen Seefahrer und Händler und von dort bis an den Atlantik exportiert wurde, um dort weiter verarbeitet und auch weiter verhandelt zu werden. Aber nicht nur die Herkunft, sondern auch der Anteil von Elefanten- und Flusspferd-Elfenbein in Huelva entspricht mit dem Verhältnis 1:3 exakt den Elfenbeinfunden in orientalischen Palästen, die Peter Pfälzner von der Universität Tübingen im Rahmen der Publikationen zu Katna in Syrien vor kurzem beispielhaft vorgelegt hat. Diese Beobachtung verweist zusammen mit weiteren Indizien auf fremde, spezialisierte Handwerker, die aus der Umgebung eines fürstlichen Hofes stammen müssen, um nun innerhalb einer Art Delegation oder Kontor beziehungsweise eines Karum des orientalischen Palastes hier am Ende der alten Welt ihre Arbeit fortzusetzen. Die Einrichtung des Karum, meist in der Nähe von Stadttoren und belebten Straßen in einer fremden Stadt, aber auch die Entsendung von Spezialisten passt in die bis in die mittlere Bronzezeit zurückreichende Tradition der Handelspolitik phönizischer Paläste. Die frühen Erfahrungen dieser Niederlassungen waren erfolgversprechend. Sie zogen somit weitere Gründungen von Siedlungen an den mediterranen und atlantischen Küsten mit sich, bei deren Anlagen die Phönizier, die in ihrer orientalischen Heimat erworbenen Kenntnisse, den örtlichen Verhältnissen anzupassen wussten. Innerhalb von weniger als 100 Jahren wurde der große Raum, den Sie hier auf dieser Karte sehen, erstmals in der Geschichte zu einer Oikumene. Der Süden der Iberischen Halbinsel hebt sich da durch eine ganz besondere Funddichte ab. Die ersten Informationen dazu liefern vor in diesem Jahr genau 50 Jahren die Arbeiten von Hermann Fritz Schubert, Hans-Georg Niemeyer und Manuel Beisia Catalan bei Torre del Mar, östlich von 30 Kilometer östlich von Malaga. Die ältesten Spuren begegnen auf einer kleinen Anhöhe, dem Morro de Mesquitilla.
Hier zeige ich auch Ihnen auch ein Bild von der Konferenz zur Phönizierforschung, die kurz nach diesen Entdeckungen in Köln stattgefunden hat. Dass es sich bei diesen Siedlungen, bei dieser Siedlung um eine phönizische handelt, verraten Keramik und Graffiti selbstverständlich, aber auch Reste einstiger Wohnbauten. Auffallend sind bis zu 15 Meter lange und in mehrere Räume unterteilte Gebäude des 8. Jahrhunderts. Und für das 7. Jahrhundert sind kleinere Gebäude und auch aneinandergereihte Häuser belegt. Öffentliche Plätze und öffentliche Bauten fehlen in diesen Siedlungen. Die Gründung des Moro de Mesquitia blieb aber nicht isoliert. In ihrer Nähe entstanden innerhalb von kurzer Zeit weitere phönizische Siedlungen. Die Siedlungen, zu denen auch handwerkliche Betriebe wie Töpfereien und metallurgische Werkstätten gehören, auf die wir später noch einmal zu sprechen kommen, beschränken sich am Anfang auf eng begrenzte Bereiche im Umfeld der Hafenbuchten. Aber binnen weniger Generationen nahm die Bevölkerung erheblich zu und die Siedlungen erreichten in der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts ihre größte Ausdehnung. Auch darauf werden wir später noch mal zu sprechen kommen. Die Art der Verbindung zwischen diesen Siedlungen, zwischen diesen einzelnen Orten, ihre Spezialisierungen oder ihre politischen Strukturen werden von den stillen Hinterlassenschaften leider nicht verraten. Die phönizischen Neugründungen wurden zwar auf einem unbebauten Boden angelegt, aber sicherlich nicht in einem Niemandsland. Denn so wie wir es vorher für Huelva gezeigt haben, sind die phönizische Präsenz und der Erfolg ihrer Wirtschaft selbstverständlich auf die einheimische Beteiligung angewiesen. In der Forschung wurde bis jetzt den Fragen nach Kontakten und Austausch zwischen Phöniziern und Einheimischen, nach materiellen und immateriellen Kommunikationsformen, nach Schrift und Normen, nach Modalitäten des geschäftlichen und sozialen Umgangs kaum nachgegangen. Aus diesem Grund haben wir gezielt ein Projekt begonnen, mit dem die archäologischen Grundlagen der Verbindungen zwischen Phönizier und Einheimischen untersucht werden sollten. Das circa 2 Kilometer von der Mittelmeerküste und 15 Kilometer von Gibraltar entfernte Los Castillejos de Alcorín erschien uns dafür der geeignete Platz zu sein. Dank einer Einladung der andalusischen Denkmalpflege und der Kooperationsbereitschaft des Centro de Estudios Fenicios y Púnicos an der Universidad Complutense von Madrid können wir dort seit 2007 im Zweijahresrhythmus, wie in Andalusien üblich, Grabungen durchführen. Es handelt sich um eine befestigte Anlage in dominanter Position mit ausgezeichneter Sicht in alle Richtungen. Im Süden reicht sie sogar über Gibraltar und über die Meeresstraße hinweg zum Jebel Musa bei Ceuta in Marokko. Die Befestigung umschließt eine Fläche von über 11 Hektar, ist also deutlich größer als die phönizischen Niederlassungen an der Küste. Sie ist zum Beispiel dreimal so groß wie der vorhin erwähnte Moro de Mesquitia. Sie besteht aus einer über 2000 Meter langen und 2,5 bis 5 Meter breiten Außenmauer mit 9 Bastionen an der Südfront, die teilweise noch 9 Meter hoch erhalten sind. Die von der Berliner Firma Eastern Atlas durchgeführten geophysikalischen Voruntersuchungen großer Flächen gab deutlich Strukturen einer Innenbebauung zu erkennen, die es erlaubten, gezielte Grabungsschnitte durchzuführen. Wir haben sie hier rot markiert. Die Arbeiten erbrachten eine innere Mauer mit einem vorgelagerten Graben, der an zwei Stellen durch Rampen überbrückt ist und einen höheren Bereich abgrenzt, auf dem sich mindestens 3 große Gebäude befinden. 2 von diesen Gebäuden haben wir ausgegraben, hier und hier. Beide Gebäude gehen auf ein gleiches Modell zurück. Ein 12 Meter langer und 6 Meter breiter Raum, der in dreifach unterteilt ist. Veränderungen erfolgten erst mit den Erweiterungen. Erhalten sind Steinsockel und Böden
Und Spuren der aufgehenden Lehmziegelwände sind stellenweise noch im Versturz zu beobachten. Beide Gebäude zeichnen sich in ihren Eingangsbereich und entlang der Außenwände durch jeweils 1,5 Meter breite, muschelgepflasterte Böden aus. Vermutlich waren stellenweise auch die Wände, auch die Außenwände mit Muscheln verziert. Darauf deuten jedenfalls Glycimeride und Anthocardie, die sich auf dem Rücken liegend noch im Versturz fanden. Muschelfußböden sind auf der Iberischen Halbinsel, in der Bautradition auf der Iberischen Halbinsel unbekannt. Ihre Vorbilder gehen auf die mittlere Bronzezeit in Syrien zurück. Dort sind nicht nur Eingangsbereiche, Böden, offene Höfe und Wasserbecken, sondern auch Fenster und Türrahmen mit Muscheln verziert. Ihre Platzierung an diesen besonderen Plätzen verweist auf eine besondere, möglicherweise auf eine apotropäische Bedeutung der Muscheln. Diese durch ihren Dekor außergewöhnlichen Gebäude von Las Casillejos de Alcorín sind gleichzeitig auch die ältesten Rechteckbauten unserer Region, in der damals Hütten mit runden oder ovalem Grundriss und mit aufgehenden Wänden aus vergänglichem Material die gängigen Wohnbauten waren. Hier sehen wir Rekonstruktionen, die Max Beiersdorf vom Architekturreferat gemacht hat, von einem der beiden Gebäude, die erste und die zweite Phase, und hier von dem zweiten Gebäude, auch die erste und die zweite Phase. Die Vorbilder der Rechteckbauten sind in den östlichen Mittelmeerregionen zu suchen. Darauf verweisen auch der Gebrauch der punischen Elle, die nicht nur den beiden Häusern, sondern auch der Befestigungsanlage zugrunde liegt. Neben diesen auf der Iberischen Halbinsel fremden Bauelementen finden sich aber auch traditionelle Techniken. So sind die Böden in den Innenräumen aus gestampftem Lehm. Die Feuerstellen befinden sich auf dem Boden und sind mit Scherben gepflastert und die Wände bleiben unverputzt. Die Mischung von einheimischen und ostmediterranen Elementen ergibt eine hybride Bauweise, für die wir bisher keine Vergleiche gefunden haben. Auffallend ist in Los Castillejos de Alcorín auch die winzige Zahl mobiler Funde. Sie reichen jedoch aus, um den Platz in die Endphase der lokalen Bronzezeit zuzuweisen. Bei etwa 98% der Keramikfunde handelt es sich um handgemachte einheimische Ware. Der Rest besteht aus phönizischer Drehscheibenware, die den Konsum von Wein erahnen lassen. Unter der einheimischen handgemachten Keramik ist ein Fragment besonders hervorzuheben. Es zeichnet sich nämlich durch phönizische Graffiti aus, die vor dem Brand in den Scherben eingeritzt wurden. Über deren Lesung sind die Spezialisten gerade in einen ziemlichen Disput verwickelt. Die einen lesen eine Dedikation und führen dazu Vergleiche auch Nora in Sardinien und Byblos im Libanon an. Die anderen bezweifeln diese Deutung. Wie auch immer die endgültige Lesung dieses so kleinen und singulären Fundes ausfallen mag, seine Aussagekraft zum recht engen Verhältnis zwischen Phönizien und Einheimischen bleibt davon unberührt. Es bestätigt, dass es in Alcorín um 800 vor Christus Menschen gab, die phönizisch lesen und schreiben konnten. Die Verbindung zwischen den Einwohnern von Alcorín mit den Phönizien an der Küste wird auch durch die Neutronenaktivierungsanalyse der Keramik belegt, die sie als Importe aus dem Umfeld der ca. 100 Kilometer entfernten phönizischen Faktorei Cerro del Villar bei Malaga erweisen. Die bisherigen Ausgrabungsergebnisse in Alcorín lassen noch nicht erkennen, worin die Bedeutung dieses mächtigen einheimischen Platzes bestand und worauf sein Machtanspruch gründete. In diesem Zusammenhang ist mit der Kontrolle von Ressourcen zu rechnen. Zu den wirtschaftlich genutzten lokalen Gütern gehörte jedenfalls das Eisen. Eisenschlacken, die 2004 bei einer spanischen Notgrabung am inneren Rand der Befestigungsmauer gefunden wurden, verweisen auf Verhüttung. Und Prospektionen, die wir im Umfeld von etwa 80 Kilometer um Alcorín gemacht haben, belegen nicht nur den bisher vollkommen unbekannten Erzreichtum dieser Region. Hier gibt es Eisen und Kupfer, aber auch Silber und Blei. Die Prospektionen belegen auch, dass das Eisen von Alcorín
aus dem ungefähr 15 Kilometer entfernten, aus der ungefähr 15 Kilometer entfernten Sierra de Bermeja stammt. Der Rohstoff ist also lokal, aber seine Verarbeitung, so bezeugt die archäometrische Untersuchung von Martina Renzi, die Verarbeitung der Schlacken, ist phönizisch. Auch hier haben wir wieder ein Zusammenspiel von Einheimischen und Fremden, von Ost und West. Der Befund ist umso beachtlicher, als es sich um eines der ältesten Zeugnisse für die Verarbeitung von Eisen in Westeuropa handelt. Auf die für die Produktion und die Kommerzialisierung des wertvollen Rohstoffes notwendige Infrastruktur und die enge Vernetzung zwischen der einheimischen und der phönizischen Wirtschaft verweist ein weiteres Ergebnis der gemeinsam mit Martina Renzi durchgeführten interdisziplinären Forschungen. Eisen aus dem Raum von Alcorin ist über weite Strecken in phönizische Faktoreien transportiert und dort weiterverarbeitet worden, belegt in La Fonteta an der Mündung des Rio Segura bei Alicante. Los Castilleros de Alcorin setzt eine besondere politische und wirtschaftliche Blüte, eine außergewöhnlich starke Machtkonzentration, für deren Gestaltung mit der Mitwirkung spezialisierter fremder Architekten und Handwerker zu rechnen ist. Die Befestigung, hier eine Rekonstruktion von Felix Arnold, die Befestigung selbst verweist auf potenzielle Unruhen, Gefahren und Bedrohungen. Gleichzeitig repräsentierte sie aber die monumentale Anlage, aber auch einheimische Machtansprüche, Abschreckung und Schutzversprechungen. Zerstörungshorizonte, Brandschichten oder Spuren einer Naturkatastrophe wurden bei den Ausgrabungen bisher nicht gefunden. Welche Konstellationen diese Befestigung obsolet gemacht haben und wohin die Bewohner gingen, lässt sich nur erahnen. Alle bisherigen Indizien weisen darauf hin, dass die Festung nur kurze Zeit bestand, maximal 150 Jahre. Während dieser Zeit aber war Los Castilleros de Alcorin nicht isoliert. Es bildete vielmehr das Zentrum eines Territoriums, dessen Ausdehnung ich in dieser Folie skizziert habe. Gleichzeitig mit dem Ende von Alcorin ist auch an anderen Plätzen der Region ein Bruch zu beobachten. Möglicherweise ist es kein Zufall, dass sich, wie vorher erwähnt, zur selben Zeit die phönizischen Siedlungen an der Küste ausdehnen. Im Einzelnen ist diese Koinzidenz noch schwer zu interpretieren und es bedarf noch weiterer Studien, um die Abfolge von Blüte und Niedergang des Platzes darstellen zu können. Doch stehen offensichtlich die Gründung wie auch das Ende von Alcorin in einem Zusammenhang mit der Entwicklung der neuen phönizischen Märkte, die sich während dieser Zeit zu festen Wirtschaftszentren herausbildeten und ihre Macht entfalteten. Spuren einer Nekropole konnten wir in Alcorin trotz intensiver Prospektionen bisher nicht entdecken. Sie hätten sicher vieles über ihre Bewohner und besonders über ihre soziale Position verraten können. Die Untersuchung einer Nekropole aber widmet sich indes unser Projekt in Ayamonte, im äußersten Südwesten der Iberischen Halbinsel, an der Mündung des Guadiana in den Atlantik. 2008 wurden hier bei einer Notmaßnahme unter der Leitung der spanischen Archäologin Elisabeth Garcia de Sandier 5 phönizische Gräber ausgegraben. Auch sind Reste der phönizischen Siedlung und phönizischer metallurgischer Werkstätten dokumentiert. Wir wurden von der andalusischen Denkmalpflege eingeladen, uns an der Aufarbeitung des Platzes zu beteiligen und dann auch eigene Ausgrabungen vor Ort durchzuführen. Die Kampagne fand im September des letzten Jahres statt. Ihr Ziel war es, die archäologischen Aussagemöglichkeiten dieses Platzes näher zu untersuchen und damit die Basis für den Antrag eines über Drittmittel finanzierten Projektes zu schaffen. Diese Nekropole ist besonders interessant, weil sie ist die westlichste aller bekannten phönizischen Nekropolen und sie gehört zu der frühen Generation der phönizischen Siedler im Westen. Dank der guten Mitarbeiter ist es gelungen, in wenigen Monaten zu den interdisziplinären Ergebnissen zu gelangen, die ich Ihnen heute vorführen kann. Insgesamt haben wir 4 Gräber ausgegraben, es sind die hier blau markierten, von denen waren 3 stark gestört. Der Erhaltungszustand der Objekte war teilweise sehr schlecht, aber die Konservierung und Bergung lag in guten Händen. So wie in Alcorin
erfolgte auch in Ayamonte die Dokumentation über die von Uli Stockinger von der Universität Köln, vom Archäologischen Institut der Universität Köln, entsprechend angepasste Datenbank IDAI-FILT. Es wurden alle Funde und Schichten mit dem Verfahren Structure from Motion dreidimensional aufgenommen und es wurden 3D-Modelle generiert. Diese Arbeiten leistete Ari Kai Braun von der Hochschule für Technik und Wirtschaft hier in Berlin. Hier das Bild des intakten Grabes mit den kanonischen Gefäßbeigaben einer Urne, einer Amphore, die als Urne dient, und sie ist flankiert von einer Pilzkanne und von einer Kleeblattkanne. Beides Gefäße für Trinkbeigaben. Die Typologie dieser Gefäße ist gut bekannt. Es handelt sich um westphönizische Formen des 8. Jahrhunderts vor Christus. Und hier die Aufnahme eines gestörten Grabes, die auch die Aufnahmen der Schichten mit einbezieht, die Schichten der Ausgrabung der Urne selbst. Die Gefäße selbst erlauben selbstverständlich keine Rückschlüsse auf die Identität der Toten, aber Einzelheiten der Befunde könnten Hinweise geben. Dazu gehören Skarabäen, wie diese aus den Gräbern von Ayamonte, die wie Siegelringe die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe bezeichnen oder religiöse Vorstellungen andeuten. Ingrid Gammer-Wallert von der Universität Tübingen hat ihre Untersuchung schon abgeschlossen und festgestellt, dass es sich bei einem Skarabäus um ein ägyptisches Objekt handelt, während die andere phönizische Nachahmungen von ägyptischen Vorbildern sind. Darüber hinaus erinnern aber auch die Spuren, die die Grabriten hinterlassen haben, an Befunde von Albas, der Nekropole, der phönizischen Nekropole in Tyros, der Mutterstadt der Phönizier im Westen. So nehmen zum Beispiel im Osten wie im Westen eine Urne, eine Amphore, nur die Knochen der Leichenbrandreste auf, die andere hingegen nur die Asche der Leichenbrandreste. Der Erhaltungszustand der Leichenbrandreste ließ leider DNA-Untersuchungen oder Strontium-Untersuchungen nicht mehr zu. Aber wir wissen dank der anthropologischen Untersuchungen von Bärbel Häusner, dass in Ayamonte Männer, Frauen und Kinder bestattet sind. Insgesamt sind es bisher 7 Frauen, 4 Männer und ein Kind. 2 Frauen als Doppelbestattung fallen auf, denn die beiden Frauen wurden zur selben Zeit verbrannt und im selben Grab in einer Urne bestattet. Doch die Grabausstattung galt dem Umfang nach nur einer Person. Offensichtlich zeichnen sich hier soziale Unterschiede ab. Mag die eine Bestattete die Inhaberin des Grabes gewesen sein und die andere vielleicht ihre Dienerin? Wir wissen es nicht und wir können auch keine Interpretationen wagen. Selbst die Todesursache ließ sich nicht mehr bestimmen. Nicht weit entfernt von diesem Grab ist ein weiteres Grab mit 2 Frauenbestattungen. Hier sind die Bestattungen in zwei unterschiedliche Urnen gelegt. Die eine Frau war ca. 60 Jahre alt, die andere ungefähr 50 Jahre alt. Aber nicht nur das hohe Sterbealter ist beachtenswert, sondern auch die Tatsache, dass zwischen dem Tod der beiden Frauen ca. 30 Jahre vergangen sind. Darauf deuten die Ergebnisse der C14-Datierungen der Knochenreste der Leichenbrände, die wir vor genau einer Woche erhalten haben und die Karl-Uwe Häusner, unser Kollege vom Naturwissenschaftlichen Referat des DAI, dankenswerterweise schon vorläufig interpretiert hat. Obwohl es also nicht möglich ist, einen eventuellen Verwandtschaftsgrad zwischen beiden Individuen festzustellen, verweisen die neuen Daten doch darauf hin, dass über eine Generation hinausreichende Zusammengehörigkeitsbewusstsein vorhanden gewesen sein muss, das in der ersten phönizischen Generation im fernen Westen am Rande der Oikumene sicherlich eine besondere Bedeutung gehabt haben muss. Dank der Erlaubnis des spanischen Kulturministeriums war es möglich, die Grabfunde für eine gewisse Zeit zur weiteren Bearbeitung nach Berlin zu bringen. Hier fanden wir Aufnahme im naturwissenschaftlichen Referat unseres Instituts. Für die große Gastfreundschaft möchte ich auch an dieser Stelle nochmal Julia Greski, Karl-Uwe Häusner und Rainer Neef ganz herzlich danken.
Im Arbeitsraum von Frau Greski konnten wir die Restaurierungen der Gefäße vornehmen, aber nicht nur die Restaurierung, sondern auch weitere detaillierte Analysen. Die chemisch-organischen Untersuchungen nach den einstigen Gefäßinhalten ist bei Cynthian Spiteri im Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig noch im Gang, während Ernst Bernitzker und sein Team im Kurt-Engelhorn-Museum in Mannheim die Neutronenaktivierungsanalysen der Scherben schon abgeschlossen hat. Sie zeigen, dass es sich bei einem Großteil der Gefäße von Ayamonte um Produktionen aus Töpfereien im Raum von Torre del Mar handelt. Sie stammen also aus der Gegend, in der das Deutsche Archäologische Institut vor vielen Jahren zwischen 1964 und 1984 unter der Leitung von Hermann Fritz Schubert gearbeitet hat. Damit ergänzen sich die neuen und die alten Forschungsergebnisse. Auch die Planungen der Forschungen finden so ihre Bestätigung. Aber nicht nur mit dem Raum von Torre del Mar, sondern auch mit Karthago und Sardinien, außerdem Guadiana aufwärts mit Mertola und Medellin bei Mérida existierten Beziehungen zu und von Ayamonte aus. Darauf weisen die Typologie und besondere Merkmale von Amphoren und Kannen, doch fehlen hier noch die bestätigenden Analysen, die archäometrischen Analysen. Einer am Anfang der 80er Jahre begonnenen und damals pionierartigen geoarchäologischen Forschung des Küstenverlaufes, die Forschungen wurden damals vom DAI durchgeführt, schließen sich nun die methodisch weiterentwickelten paläogeografischen Untersuchungen an, die Thorsten Klein im Rahmen seiner von Britta Schütt bei Topoi an der Freien Universität in Berlin betreuten Doktorarbeit im Umfeld von Ayamonte durchführt. Die Arbeiten sind noch voll im Gang, aber erste Ergebnisse sind schon erzielt. Sicherlich wird uns Thorsten Klein bald Näheres darüber berichten. Die Anfänge von Huelva und Ayamonte zeigen also ganz deutlich, dass die phönizische Expansion nach Westen von Beginn an die atlantischen Küsten im Blickfeld hatte. Die Meerenge von Gibraltar, die mythischen Säulen des Herakles stellten keine Grenze dar. Phönizische Siedlungen liegen auf beiden Seiten der Wasserstraße. Ein phönizisches Heiligtum befindet sich in einer Höhle in Gibraltar. Sie kontrolliert und beschützt die Passage. Diese Bilder verdeutlichen, finde ich, nicht nur die geografische Nähe der Kontinente, sondern auch ihre Zusammengehörigkeit. Dort, wo heute Sperren den Durchgang von Migranten verhindern, die den Schwierigkeiten ihrer Heimat entfliehen, um ihr Glück in Europa zu suchen, entstand im 8. Jahrhundert vor Christus im Zeichen des phönizischen Handels ein zusammenhängender Kulturraum. Miquel Taradell, Professor an der Universität in Barcelona, hat dafür den Begriff El Circolo del Estrecho, der Kreis der Meerenge, geprägt. Nun zeigt sich aber, dass der Kreis weit über die Meerenge hinweg geht, sich nicht nur auf die Meerenge beschränkte, sondern erstreckte sich auch auf die fernen westlichen phönizischen Niederlassungen. Die entfernteste von allen, Mogador. Sie liegt 700 Kilometer südlich der Meerenge von Gibraltar. Dort, wo im 17. Jahrhundert die Hafenstadt Essaouira gegründet wurde, wo praktisch alle Seehandelsmächte Europas ihre Konsulate hatten. Diese Stadt hieß noch bis in die 40er Jahre des letzten Jahrhunderts Hafen von Timbuktu. Und Timbuktu ist 4000 Kilometer von Essaouira entfernt. Aber der Name ist bezeichnend für einen Umschlagplatz, wo sich Seewege mit den Karawanenwegen treffen. Aufmerksam machen möchte ich auch auf das Stadttor von Essaouira, denn es ist geradezu ein beispielhaftes Modell für das gute Zusammenleben unterschiedlicher Kulturgruppen. Im Stadttor sind die Symbole der muslimischen Religion, hier die drei Croissants sozusagen, die Einwohner aus Essaouira, dann hier der Davidstern als Symbol für die jüdische Bevölkerung und hier die Jakobsmuschel als Symbol für die christliche. Also diese Stadt ist für das Zusammenleben der drei unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen und Religionen gegründet worden. Gegenüber dieser Stadt liegt die Insel Mogador. Mogador ist
eine kleine Insel, nur 500 Meter lang und 400 Meter breit. Sie erreicht eine Höhe von kaum 20 Metern. Ihre Küste fällt steil zum Atlantik ab. Nur im Südosten läuft sie sanft aus. Nur im Südosten läuft sie sanft aus. Nur hier ist sie von den starken Nordwinden relativ geschützt. In dieser Zone befinden sich auch die antiken Städten. Eine römische Villa aus der Zeit von Juba II., also aus dem 1. Jahrhundert nach Christus, und die Reste der phönizischen Niederlassung, die um 650 vor Christus eingerichtet wurde. In beiden Fällen handelt es sich um die südlichsten Fundplätze der jeweiligen Kultur, der römischen und der früheisenzeitlichen. Seit der Entdeckung des Platzes 1907 fanden hier mehrere Ausgrabungen statt, die bedeutendsten zwischen 1954 und 1956 unter der Leitung von André Jodin, Professor für klassische Archäologie an der Sorbonne. 2006 wurden mein Kollege Josef Aiwanger, Kollege von der Kommission für Archäologie außereuropäischer Kulturen in Bonn, und die Madrider Abteilung von Aomar Aqueras, dem Direktor des Institut de Patrimoine et d'Archéologie in Rabat, eingeladen, gemeinsam mit Aziz El-Kayari als Co-Direktor ein neues Projekt zu starten. Unser Ziel war, die Insel nicht isoliert, sondern gemeinsam mit dem Hinterland als Teil einer historischen Landschaft zu betrachten und Hinweise auf die Beziehungen zwischen Phönizien und Einheimischen zu suchen. Auf einer Insel zu arbeiten, ist nicht einfach. Diese Bilder lassen vielleicht einiges erahnen. Die gesamte Insel sollte vermessen werden. Dazu mussten wir Rodungsarbeiten durchführen. Aber vor dem Beginn der Ausgrabungen wurden auch Prospektionen und geophysikalische Untersuchungen unternommen, die ebenso wie die im Anschluss durchgeführten Sondagen bestätigten, dass in der Antike tatsächlich nur der südöstliche Bereich der Insel bewohnt war. Die römische Villa aus der Zeit von Juba II. Nahm einen größeren Bereich an. Der phönizische Bereich hingegen ist sehr klein. Er umfasst nur 50 mal 50 Meter, abgesehen von dem Teil, der im Laufe der Zeit der Erosion des Atlantiks zum Opfer gefallen ist. In diesem Areal haben wir zwei Ausgrabungskampagnen durchgeführt. Reste von Gebäuden aus vorrömischer Zeit fehlen hier. Eine phönizische Siedlung ist auf der Insel also nach wie vor nicht bekannt. Im Zentrum des Areals steht ein Baetulus, der schon bei den Ausgrabungen von André Jodin gefunden wurde. Sein stratigraphischer Kontext kann gut rekonstruiert werden. Er ist in den natürlichen Boden verankert und dokumentiert damit eine der ersten Aktionen der Phönizier auf der Insel. Um ihn herum befinden sich Feuerstellen, über denen kompakte Schichten mit zahlreichen Tierknochen und zahlreichen Fragmenten von Keramik liegen. Kein einziges vollständiges Gefäß ist darunter. Abgesehen von Schichten des 5. Jahrhunderts gehört die Keramik der Mitte des 7. Jahrhunderts vor Christus an. Es handelt sich um phönizische Amphoren und phönizisches Tafelgeschirr, offensichtlich ganz unterschiedlicher Provenienz. Die archäometrischen Untersuchungen der Keramik belegen Importe aus der Gegend von Cádiz, aus der Gegend von Cerro del Villar und wieder begegnen wir der Gegend von Vélez Málaga. Griechische Keramik spielt in Mogador kaum eine Rolle. Sie stammt, oder ist sehr selten, sie stammt vor allem aus Ionien. Einheimische Keramik kommt in diesen Kontexten praktisch überhaupt nicht vor. Reibschüsseln, Parfümfläschchen, Thymiateria und besonders viele Lampen verweisen ebenso wie der Baetulus auf ein kultisches Milieu. Graffiti auf dem Rand einer kleinen Öllampe bezeugen sogar den Namen einer Göttin. Es ist Astarte. Graffiti-Funde sind überhaupt ein auffallendes Kennzeichen dieses Platzes. 111 Zeugnisse sind inzwischen belegt. Damit übersteigt die Zahl dieser Funde die aller anderen westphönizischen Plätze. Bei diesen Dokumenten handelt es sich in der Regel um Eigennamen. Nach Aussage der Experten belegen ihre Namensformen Provenienzen aus den unterschiedlichsten Regionen der phönizischen Koine.
Haben wir es hier mit einem Kultplatz unter offenem Himmel zu tun, in dem Astarte verehrt wurde und in dem sich im 7. Jahrhundert vor Christus Menschen aus unterschiedlichen Regionen der phönizischen Oikumene trafen? Abfälle von Produkten verweisen auf handwerkliche Aktivitäten im Umfeld. Hier wurden Metalle wie Bronze, Silber und Eisen verarbeitet, daneben auch Elfenbein und Knochen. Zu den Funden gehört auch das Harz von Thujen, ein Ersatz von Bernstein. Die Rekonstruktion der antiken Pflanzenwelt und den Nachweis der Thujenwälder im Umfeld von Mogador verdanken wir Reinder Neff. Auf die Nutzung des Territoriums, sowohl des Meeres wie auch des Festlandes, verweisen die Tierknochen. Hans-Christian Küchelmann, Cornelia Becker und Angela von Endrisch haben die Untersuchungen durchgeführt. Schafziege und Rinder nehmen den Haupteinteil an. Dazu kommen auch die Fischknochen. Sonderfunde, wie das Horn eines übergroßen Rindes aus der Subsahara oder Knochen eines Elefanten, oder Knochen von 5 Löwen bezeugen diese Sonderfunde. Die Pathologie eines Löwenknochens zeugt möglicherweise von seiner Gefangenschaft. Gehörten nicht nur Elfenbein, Felle und andere Teile exotischer Tiere zu den Waren, die in dieser entfernten Region für den weiteren Handel beschafft wurden, sondern auch lebendige Tiere? Oder sind die exotischen Tiere, wie zum Beispiel die Löwen, in Zusammenhang mit dem Kult zu deuten? Beides ist möglich. Die Tierknochen sind aber auch deswegen interessant und wichtig, weil sie auf Beziehungen mit dem weiträumigen Hinterland deuten. Aber wie können wir uns das Hinterland von der Insel überhaupt vorstellen? Helmut Brückner und Julius Lukas, damals sein Doktorand, konnten feststellen, dass Mogador in phönizischer Zeit keine Insel war, sondern durch einen Isthmus mit dem Festland verbunden. Diese begehbare Landesverbindung diente sicherlich der lebensnotwendigen Versorgung, besonders mit Trinkwasser, denn auf Mogador gab es weder eine Quelle noch eine Zisterne in phönizischer Zeit. Außerdem fungierte der Isthmus als natürlicher Wellenbrecher, der die gesamte Bucht von Essaouira zu einem natürlichen Hafen werden ließ. Möglicherweise begünstigte er auch die Fischerei in diesem Gebiet, das bis vor kurzem zu den weltweit fischreichsten Gewässern gehört. Die von Josef Aiwanger und Abdes Migdad durchgeführten Prospektionen auf dem Festland hinter Mogador erbrachten zwar zahlreiche neue Fundstellen, aber vor allem neolithische. Aus phönizischer Zeit ist kein einziger Platz bekannt. Nach wie vor wissen wir also über die damalige einheimische Bevölkerung in dieser Region kaum etwas. Im Küstenbereich überdeckten meterhohe Dünen die antiken Schichten, die antike Oberfläche. Außerdem könnte die Fundarmut auch damit zusammenhängen, dass die Bewohner in diesen Breiten Nomaden waren und deren Spuren natürlich schwer zu finden ist. Wir kommen nun zum Schluss. Die von uns und gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern untersuchten Materialien und Plätze lassen transmediterrane Verbindungen des frühen ersten Jahrtausends vor Christus skizzieren, die sämtliche mediterrane Anrainerregionen erfassen und unterschiedliche Lebensräume miteinander vernetzten. Über die phönizischen Niederlassungen erfolgten enge und kontinuierliche Kontakte mit der einheimischen Bevölkerung und die Vermittlung von Innovationen, die schnell zu Veränderungen in den einheimischen Lebensformen führten. Denken wir nur beispielsweise an die Einführung der Schrift, an die Einführung des Alphabets. Die Elfenbeinabfälle des späten 9. Jahrhunderts von Huelva deuteten in Verbindung mit anderen Funden, zu denen nicht nur phönizische, sondern auch griechische, sardische und italische gehören, auf gezielte Hochseeschifffahrt, auf transkontinentalen Handel, mobile Handwerker und die Vermittlung von Innovationen über die Einrichtung einer orientalischen Dependance im fernen Westen am Rande einer der metallreichsten Regionen der antiken Welt.
Die große befestigte Anlage von Al-Qurin wiederum repräsentierte sich als eine selbstbewusste einheimische Antwort auf die ersten regelmäßigen Kontakte mit den orientalischen Fremden am Übergang vom 9. zum 8. Jahrhundert vor Christus. Sie setzte Territorium, hierarchische Organisationen und Machtkonzentration voraus. Die wechselseitige Beeinflussung betraf so weite Bereiche des Lebens, dass diese Art von Osmose schließlich dazu führt, dass archäologisch gesehen zwischen Einheimisch und Fremden praktisch nichts unterschieden, nicht differenziert werden kann. Die Gräber aus Ayamonte wiederum gewährten einen Blick auf das Selbstverständnis der ersten phönizischen Siedler, die sowohl mit dem einheimischen Hinterland als auch mit unterschiedlichen phönizischen Hafenplätzen des Mittelmeerraumes in Verbindung standen und die noch im fernen Westen in ihren Gräbern strikt an den heimatlichen Bestattungsriten festgehalten hatten. In Mogador fehlen die Belege einer einheimischen Bevölkerung, doch sind an diesem exotischen Platz des 7. Jahrhunderts vor Christus die archäologischen Spuren der engen Verbindung von Mobilität, Innovationen und Vernetzung innerhalb der phönizischen Koine besonders deutlich. Wann und wie aus dem speziellen Wissen der phönizischen Seeleute und Händler und ihrer Kontaktpersonen ein allgemeines Wissen der Bewohner der Mittelmeerländer wurde, ist noch ein weites Feld interdisziplinärer Forschung. Gleiches gilt für die Beweggründe, die die sogenannte phönizische Expansion ausgelöst haben. Nicht zuletzt wurde der assyrische Druck auf die phönizischen Stadtstaaten als Grund genannt, die zu Tributzahlungen verpflichtet wurden und nun gezwungen waren, nach neuen Einnahmequellen zu suchen. Doch die westlichen Unternehmungen der Phönizier wirken nicht wie das Spiegelbild einer Krise, sondern ganz im Gegenteil. Die Gründungen und Entwicklung zahlreicher Siedlungen, die innerhalb einer so kurzen Zeit über die Küsten von drei Kontinenten einen weiten Raum umspannen, zeugen von dem Erfolg von Begegnungen zwischen Ost und West vor 2800 Jahren. Jedenfalls bedarf es noch vieler Anstrengungen, um sich der Ursachen klarzumachen, die zu den Beweggründen führten, die im frühen ersten Jahrtausend vor Christus die gesamten Mittelmeerländer erfassten. Auch hier ist der weitere Dialog mit den Nachbarwissenschaften und den Nachbarländern wichtig, an denen sich unsere wie auch die jungen Forschergenerationen mit ihren neuen Fragestellungen mitwirken. Und dazu bietet das DAI, das in zahlreichen Gastländern vertreten ist, in nationaler und internationaler Zusammenarbeit mit den Universitäten und Forschungseinrichtungen ein geradezu ideales Forum. Ich danke auch im Namen von allen Mitarbeitern für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Applaus